Ey, it's your boy. It's your boy. Genau der. Genau der. Willkommen zurück zu Davo verkloppt Team Rocket. Komm zur dunklen Seite der Macht. Wir haben Kekse. Wir hatten Kekse. Ich habe jetzt leider in der letzten Folge angefangen zu erzählen. Weißt du, was ich letzte Woche gemacht habe? Was hast du letzte Woche gemacht? Und dann habe ich es nicht erzählt. Und ich habe bestimmt so 500 Leute getriggert damit. Oder mindestens zwei, dadurch, dass ich es nicht erzählt habe. Aber wir haben gefüllte Champignons gemacht. Okay. Mit Schmand und angebratenem Schinken. Klingt... Alter, also, Schwede, war das geil. Du stellst dir bei... Wenn ich dir es erzähle, du stellst es dir nicht mal ansatzweise so geil vor, wie es im Endeffekt ist. Knapp. Ich muss da ja schon intervenieren. Ich hab's ja schon mal erzählt. Ich bin ja kein großer Pilze-Fan. Ja. Und dadurch fällt halt gefüllte Champignons bei mir. Ah, das habe ich ja auch mal mit dir gemacht. Nee, wir hatten gefüllte Paprika. Wir die gefüllten Paprika? Ja, mit der Bier. Wir hatten die geilen gefüllten Paprika. Ja. Mit Hackfleisch drin. Richtig, mit Hackfleisch und Schafskäse. Ja. Der war auch sehr geil. Ja, aber das war wirklich geil. Danach hatten wir geile Burger. Oh ja, die selbstgemachten Burger. Auch wenn ich sagen muss, dass meine selbstgemachten Burger einen kleinen Ticken besser waren als deine Burger. Weil ich den Bacon angebraten habe. Okay? Ja, Entschuldigung. Der hat's ausgemacht. Ja, Entschuldigung. Der angebraten... Ja, hier habt ihr es gehört. Cooking Advice mit Herr Davo. Wenn ihr Bacon habt und den auf Burger packen möchtet, bratet ihn ein bisschen an. Wenn ihr ihn anbratet, wird er einfach nochmal 10-mal geiler. Entschuldigung, ich wohne alleine. Mein durchschnittlicher Kochaufwand besteht darin, zu Maggis zu laufen. Entweder das oder ich pack mir eine Portion Chili con Carne aus der Dose in die Schüssel. Ja gut. Da ist was dran. Muss tatsächlich nicht sein. Ah nein, ich wollte kurz Pokémon eingehen, weil wir gleich gegen Giovanni kämpfen müssen. Kennst du Giovanni? Ja. Giovanni kennst du tatsächlich. Giovanni wurde als die Person kritisiert, die nie weiß, wann sie aufhören soll in den Pokémon-Spielen, weil Giovanni einfach in so gut wie jedem Pokémon-Spiel vorkommt, als der Leader von Team Rocket. Nein, nur in den ersten zwei. Echt? Nur in den ersten zwei? Giovanni kommt nur in den ersten zwei, beziehungsweise in der zweiten Generation ist er ja gar nicht mehr Leader von Team Rocket. Echt? Okay. Ja, der ist ja zurückgetreten. Ja, also ich hatte irgendwie mitgekriegt, dass Giovanni einfach nicht weiß, wann er quitten muss und darum halt in mehreren Pokémon-Spielen vorkommt. Nein, er kam jetzt in der achte Generation. Kam er jetzt nochmal vor bei Team Rainbow Rocket, was hier aber auch nur so ein Postgame-Fun-Feature von Ultrasonne, Ultramond war. Ich habe Ultrasonne, Ultramond nie gespielt. Okay. Weil es ja, das ist halt nur Sonne, Mond mit ein bisschen Sahne oben drauf. Ja, aber die Sahne macht das oft aus. Ja, ich sehe es aber nicht ein, dafür nochmal dasselbe Geld zu zahlen, das ich damals für Sonne und Mond gezahlt habe. Da ist was dran, ja, das gebe ich zu. Es ist ja nicht so wie Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß 2, wo dann für Schwarz-Weiß 2 extra nochmal eine eigene Story geschrieben wurde. Das ist einfach die gleiche Story, bloß nochmal ein bisschen aufgepimpt und die Memes nochmal ein bisschen besser aussehen. Ja, gibt nochmal ein paar coole Features und so. Schau, du kannst auf deinem Pokémon auf dem Rücken surfen und Wellen reiten und es sieht geil aus. Und außerdem hier kannst du Palkia und Jaeger fangen. Ganz viele legendäre Pokémon hier. Nimm alle unsere legendären Pokémon, die wir hier... Legendäre Pokémon sind immer gut. Die wir definitiv nicht nur reinschmeißen, um das kompetitive Spiel etwas aufzufrischen, sondern das hat schon einen Grund. Guck mich nicht so an. Das muss so. Das gehört so. Das muss so. Aber ansonsten, was glaubst du, wenn du... Ja, wir hatten ja letztes Wochenende schon gefüllte Paprika und hast auch Burger selber gemacht. Glaubst du, du hast so eine Kochader in dir? Tatsächlich, wenn ich was koche, dann ist es in den meisten Fällen sehr lecker. Aber ich sehe halt die Problematik damit, dass ich halt sehr oft alleine zu Hause bin. Ja, und dann stellt sich eben meistens so... Und es lohnt sich nicht. Wenn ich halt Sachen für ein Rezept kaufe, dann brauche ich die Sachen normal nicht auf.
Also okay. es bleibt zum einen immer was übrig und zum anderen, finde ich, lohnt sich auch der Aufwand für eine Person nicht, sich dann da eine Stunde in die Küche zu stellen und dann nochmal ewig lang abspülen. Und in derselben Zeit bin ich dreimal zu McDonald's vorgelaufen, habe mir dann Big Tasty geholt, die auch Number geil ist. Number 15, Burger King Foot Lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot hanging. But as it turns out, that might be what you get. Svante, das ist echt nicht schön, was du mit dem Mikrofon da anstellst. Kann man sich noch aktiver um das Mikrofon rumbewegen, dass deine Lautstärke die ganze Zeit variiert? Nein. Ist das irgendwie möglich? Möchtest du jetzt bitte Giovanni sprechen? Ich könnte das gleich Möchtest machen. Du jetzt bitte... Ja, sprich, ja. Giovanni! Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Hast du jemals Giovanni gehört, wie er spricht? Nein. Aber ich stelle mir so... Wenn er so spricht wie Vito Corleone aus Der Pate... Schau ihn dir an, sieht er aus, als wäre er Italiener. Ja. Nein. Doch. Nein. Der sieht schon so low-key aus wie Vito Corleone. Nein. Hast du schon mal Der Pate gesehen? Ja. Der sieht schon ein bisschen low-key aus, so wie Vito Corleone in seinen jungen Jahren. Nein. Und dann würde er ungefähr so klingen. Du hast es so weit geschafft. Du hast deine Familie verraten, Luigi. Luigi! Du hast die Meatballs versalzen. Du hast die Suppe der Familie mit deinem Verrat versalzen. Du hast meine Suppe versalzen. Mit deinem Verrat. Du hast mein Herz als gutmütiger Familienvater gebrochen. Ich werde dafür alle deine Kinder schießen lassen. Und dich einbetonieren. Ja. Scheint so, als hätte er sehr viele Stein-Pokémons. Ja. Cause I'm hard. Es ist tatsächlich sehr enttäuschend, dass er kein Pferd hat. Ja gut. Ist das ein Kopf, Da musste ich ja intervenieren. Vito Corleone hatte nie ein Pferd. Das war ja das Pferd eines der Klienten, der sich gegen ihn gestellt hat und gesagt hat, nee, mache ich nicht mit. Und dann hat er eben gezeigt, ja, das passiert mit Leuten, die nicht mitmachen. Die verlieren halt plötzlich einen Zuchthengst. Ja, ist halt doof, ne? Ja, ist halt ein bisschen unpraktisch. Ist halt Kacke. Ja. Ripperoni. Sowohl Pferd als auch Suppe. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich das schaffe, weil ich hätte sehr gerne die Erfahrung auf Sushi. Go Sushi. Oh, mein Kopfhörer ist gerade wieder gestorben. Komm schon, Sushi. Noch ein. Du schaffst das, du hältst es aus. Ja! Nice. Oh, das gibt viel Erfahrung. Oh. Sweet. Nein, ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Was jeder Schurke immer sagt. Du musst trotzdem, glaube ich, ein bisschen... Dieses Mal lasse ich dich noch von dahin ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Darauf findet Safe Scope! Yeah! Devolver! Können wir endlich hier raus? Woo! Weißt du, was das Safe Scope uns bringt? Was? Wir können Geister sehen! Spooky. Und wo bringt uns das was, Geister sehen zu können? In dem Friedhof von Lavandia Town. Richtig. Spooky, scary skeletons send shivers down your spine. Shrieking skulls may shock your souls and shake your heart tonight. Spooky, scary skeletons. Okay. Darf ich darauf hinweisen, es ist zurzeit Mai und ich singe Oktoberlieder. Das ist absolut richtig, aber du hast doch schon Weihnachtslieder gesungen, von daher... Wann habe ich Weihnachtslieder hier gesungen? Ah, nee, das war der Bruder meiner Freundin heute Mittag, der plötzlich angefangen
mit Jingle Bells und du denkst dir so, ey. Ah, Grüße gehen ja. raus. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Franz. Ja. Bei dem Wetter draußen könnte man meinen, dass Weihnachten ist, aber. Hallo, so kalt war es. Es war nicht. Arschkalt und das Gerät. Es war nicht arschkalt wir und ja, es hat geregnet. 14 Grad oder so. Na und? Das ist noch angenehm. Das ist für momentanes Wetter arschkalt. Da kann ich noch kurze Shirts tragen und du auch. Ja, natürlich. Siehst du? Ich trage im Moment übrigens gar keine Hose. Ja, ich schon. Ich trage eine Jogginghose. Aber du kannst bestätigen, dass ich keine Hose trage. Hilfe. Also auf in den Lavandiaturm. Ja. Auf in den Lavandiaturm. Where we dropping boys. Ach, da muss er natürlich die Musik wieder hören. Ja, natürlich muss er die Musik. Weißt du, wer hier wieder ins Spiel kommt? Wer kommt wieder ins Spiel? Du! Los, sprich dich. Hallo Daru! Was machst du hier? Deine Poké-Memes sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Oh, Ansage. Das klingt mehr so nach. Wer war das? Irgendein Fußballtrainer meinte mal, wenn wir gegen die schon nicht gewinnen können, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt. So. Ah, das kenne ich sogar, das Zitat. Ah, von wem war denn das? Ah, naja, weiß ich gerade nicht. Fußballer-Zitate, das ist auch immer großartig. Kennst du, woran hat's hier gelegen? Ja, woran es gelegen hat, das fragt man sich danach immer. Woran hat's gelegen? Woran es gelegen hat, ja. Woran hat's gelegen? Woran es gelegen hat? Also, sag mal so, ich weiß, woran es gelegen hat, aber woran hat's gelegen? Das ist. Ah, kennst du auch dieses, diese schöne da im E-Sport? Das war, glaube ich, so ein russisches Team. Und ein Interview. Und so Gambit, oder? So eine Interviewfrau davor hat eben so gefragt, ja, haben sie Angst vor dem neuen. Oh, ist es ein Garados gegen ein Garados? Ja, aber es ist ein Level höher und kann deswegen schon Drachenwut. Oh nein! Das ist Cheat. Ein Cheap Cheat. Das heißt, dass meins in einem Level auch Drachenwut erlernt. Nice. So, was wolltest du jetzt erzählen? Ja, auf jeden Fall gab es eben so das Interview, dass eben dieses E-Sports-Team jetzt gegen ein neues Team kämpfen wird und die Reporterin hat eben so gefragt, ja, gibt's irgendwelche Leute, vor denen sie Angst haben und ebenso der Let's Play, der E-Sportler. E-Sportler, der Pro-Gamer, hat ebenso als Witz gesagt, no one me. Und dann hat eben die Reporterin darauf hingewiesen, dass der But you have lost 3 matches in a row. Ich kenne das nur, wer war das? Ich glaube Björksen war das, also League of Legends E-Sportler, Midlaner von TSM. Okay. War das, glaube ich. Ich will jetzt niemandem was Falsches ins Wort in den Mund legen. Aber ich glaube, der war das, der so meinte, Reporterin, ja, habt ihr vor irgendjemandem besonders Respekt diese Saison, wenn es um den Titelkampf geht? Und er meinte so, nee, Angst haben wir vor keinem. Erst recht nicht vor CLG. kennst du das geile Interview mit Roman Weidenfeller? Kennst du Roman Weidenfeller? Ich glaube nicht, nee. Der war jetzt ewig Torwart bei Dortmund, wo er so meinte, so, yeah, we have a grandiose Saison gespielt. Gott. Ja, es gibt ein paar sehr geile. Ähnlich toll ist das ja auch mit unseren deutschen Politikern. Da gab es einen, der. Das ist Christian Channel, wir reden hier nicht über Politik. Nein. Die Sache war. Ja, es gibt doch dieses eine Sprichwort, dass man sich frei von der Leber wegredet. Ja. Und das hat offenbar einer bei der EU oder so gesagt. Und der. We Germans say to talk it freely away from the liver. Da kriegt man auch erstmal ein neues Geschwür. Ja, an der Leber. Ja. Los, sprich dich. Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ich habe kürzlich ein Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch kein Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon-Memes gibt es nur noch wenige. Also ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Smell you later, Alligator. Smell you later. Gibt's ja auch von Lothar Matthäus war das. Der meinte, wäre Fahrradkette, ne?
Ah, da gibt's so eine schöne Geschichte im Englischunterricht bei uns in der Schule. Haben mein Klassenkamerad, mein Sitznachbar. Grüße gehen raus, Marc. Du guckst das zwar nicht, aber ich werde dich dazu überreden, dass du dir dieses Let's Play hier ansiehst. Grüße gehen raus. Da haben wir einmal den Witz dran gebracht, dass wir eben auch hätte Fahrradkette auf Englisch übersetzt haben. Und dann wood, hat. Wood. Eben Wood Bicycle Chain. Das fanden wir auch äußerst unterhaltsam. Das finde ich auch sehr unterhaltsam. Ich leg mal die ganzen TMs ab, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. wir hatten auch mal eine bei uns im Englischunterricht. Die hat. Was war das? I would love to become a salad. gesagt. I would love. Ja, sie hat halt bekommen mit become übersetzt. Oh. Ja, genau. Ist halt nicht so clever. Oder was hat die noch? Gibt's. A pizza, for example, is a pizza, and it's a pizza. Wie war das? Also so ein ähnliches Zitat. Sie hat auch irgendeinen amerikanischen Ortnamen richtig falsch ausgesprochen. Also sie hat New Orleans, hat sie New Orleans ausgesprochen. Das war auch super. Da gab es auch so eine schöne Geschichte. Wir hatten mal so ein Zitat in Englisch. Und zwar einerseits gibt es ja so die zwei Theorien von dem American Spirit und zwar einerseits die Salad Bowl Theorie, wo es darum geht, dass eben alle Zitate, dass alle Sachen einfach in einen Pot. Nee, warte, nicht Salad Bowl. Oh, ich hätte meine Pokémon heilen sollen, als ich gerade eben im Pokémon-Center war. Sondern die Eisentopf-Theorie oder so, wie wir auch immer das nennen. Der Schmelzpot. Schmelzpot, ja, richtig. Ja, die Schmelzpot-Geschichte. Und zwar, dass eben ja alles zusammengeschmolzen wird und eben, dass alles in eine neue Sache gegossen wird. Dass eben so die alte Kultur zurückgelassen wird und alle jetzt Amerikaner werden. Und das eben in Kontrast zur Salad Bowl oder Pizza-Theorie. Wo es eben darum geht, dass jeder Teil, der in die Schüssel oder eben auf die Pizza draufkommt, ein neues Teil ist und eben zum Großen und Ganzen neu dazu beiträgt. Mhm. Und es eben so eine neue kulinarische Erfahrung wird. Ich weiß jetzt nicht, ob Pizza so geil wird, wenn du alles draufschmeißt, was du kriegen kannst. Sagt gerade der Richtige, der Ei auf seiner Pizza ist. Entschuldigung, Ei auf Pizza ist auch übertrieben geil. Ja, aber... Alter, warum hat sich Onigiri gerade dreimal vor Verwirrung selbst verletzt? Weil Onigiri, I call Bullshit on that one. Es hat selbst aggressive Verhaltensweisen. Können wir mal über den... Autoaggression. Verdammt gruseligen Sprite von Nebulak sprechen. Ja, sieht halt schon komisch aus. Ich meine, das haben sie in den anderen Versionen besser gemacht. Definitiv. Dass es einfach nur ein Punkt ist, der sich dann nach außen ausfächert und hier ist es ein Gesicht, das sich ausfächert. Ja, das... Und es sieht komisch aus. Trainer, ich fühle mich nicht so gut. fies. Hier. Da, und eine Klassenkameradin hat dann eben zu der Pizza-Theorie gesagt, one pizza is one pizza for example, and it's a pizza. Oh, wow. Ja, ich würde dieses Zitat nicht in Frage stellen, denn one pizza is one pizza, and it's a pizza. Oder... Wie wir es bei Leisure Suit Larry schon so schön gelernt haben. Leisure Suit Larry. Hast du Leisure Suit Larry gespielt? Ich habe eines der schlimmen Spiele gespielt. Ich habe Magna Cum Laude gespielt. Das war, glaube ich, das zweite oder dritte Leisure Suit Spiel. Ja, nee, im ersten gibt's. A rope is a rope is a rope. Ja, so richtig random. Oh, das ist auch noch so ein gutes altes Point-and-Click-Adventure. Bin ich ja riesiger Fan von. Gerade
King's Quest oder Quest for Glory, so die uralt. Oder natürlich Simon the Sorcerer. Findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr danach sucht. Seht es euch an. Großartiges Point-and-Click-Adventure, wirklich. Oder Monkey Island. Will ich auch unbedingt noch die ersten drei Teile auf meinem Kanal haben. Ist ein Monkey Island. Oder wie die Frage ist Monkey Island voll mit Briten? Denn die Briten werden ja auch Island Monkeys genannt. Das war's. Mit Comedy mit Zwante. Das war's auch fast für die heutige Folge. Wir bringen das jetzt hier noch kurz zu Ende. Ja, Suppe wird sich jetzt noch dreimal selbst verletzen, weil es verwirrt ist. Yay! Nein, in der Tat nicht. Yay! Nice. Also, was war's das für heute? Oh ja, war das. Das war's für heute, Leute. Lasst einen Daumen oben, wenn es euch gefallen das hat. Um eine weitere Folge nicht zu verpassen, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, wenn es euch nicht gefallen hat. Und schreibt euch in die Kommentare, was euch gefallen hat. Und schreibt euch in die Kommentare, ob Ananas auf Pizza gehört oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Ananas gehört nicht auf Pizza. Und schreibt in die Kommentare. Das ist deine Meinung. Das ist die allgemeine Meinung. Ich möchte hier niemanden anfeinden, aber nein, Ananas gehört nicht auf Pizza. Tschüss!